Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Together Ghost Recon Breakpoints. Ja, auch heute dabei Dr. Disco, Kugelblitz und Ballerburger. Guck mal, hier haben wir zum Beispiel ein paar Zivilisten, die ich anquatschen kann. Das gleiche Symbol hing letztens auch über den anderen drüber. Deswegen stand ich auf einmal neben so ein paar Maskierte. Hallo? Hey, kein Grund zur Sorge. Sehr sonderbar, ja. Wirklich so. Sehr sonderbar. So etwas habe ich ganz und gar nicht erwartet. Es könnte sich buchstäblich um das achte Weltwunder handeln. Tut mir leid, hab zufällig mitgehört. Was ist so sonderbar? Oh, Entschuldigung. Ich habe nur ein paar Daten eines meiner Scale-Kollegen überprüft. Er befasst sich gerade mit einer äußerst bemerkenswerten Anomalie. Offenbar ist im südlichen Teil der Whalers Bay plötzlich eine sonderbare Formation aufgetaucht. Das klingt wirklich seltsam. Was für eine Formation. Oh yes. Das konnte ich bislang nicht herausfinden. Unser leitender Wissenschaftler Alvarez de Champs ist vor Ort und sieht sie sich an. Schon, er sagt, sie sei eines der atemberaubendsten Dinge, die er je gesehen hat. Und auch was einen so zynischen alten Wissenschaftler wie ihn in Erstarren versetzt, sollte man nicht ignorieren. Wenn sie so atemberaubend ist, kann es nicht schaden, wenn ich sie mir auch mal ansehe. Wo, sagten Sie, finde ich sie? Oh ja, Entschuldigung. De Champs befindet sich im südlichen Teil der Whalers Bay, westlich der Behemoth Passage. Danke, das weiß ich zu schätzen. Gibt es im Raid eigentlich auch viele Erfahrungspunkte und so? 100%. Ich habe noch keine Raid gemacht, deswegen kann ich das nicht sagen. Ja, aber wenn wir hier weit genug sind, wie gesagt, können wir mal so ein Ding. Bei Wildlands gab es keine Raids. Okay. Da war auch alles mit jedem Kopfschuss tot. Ja, jetzt ist ja hier eigentlich auch. Oh. Außer Doppelpass, die Juggernaut. Doppelpass. Wir müssen uns gleich mal kurz am Biwak setzen. So, am Biwak. Steig aus da. Hier ist direkt gemessert. Ich hab ein Auto für uns, ne? Ich mach schon rein, wir sind schon links hier vorne. Echt? Schon? Ist ja ein Ding. So, dann gucken wir mal, wo seid ihr? Oh, Tatsache. Eine Stufe fehlt mir noch. Kann ich die jetzt hier irgendwie glitschen? Oh, ich kann jetzt hier für das schöne Tee sorgen. Mir fehlt noch ein... Ich habe gerade Arlo Rivera gefunden. Ah, ich muss doch nochmal kurz zum Biwak. Vielleicht kann ich mir ein bisschen was Dingens kaufen. Bärchenpflaster. Ab Freitag geht's wieder. Vielleicht kann ich mir ein besseres Dingens bauen. Kaufen bei Merino. Ja, ich gehe jetzt eben zum Biwak-Cover. Biwak wird aufgeschlagen. Alles klar. Sehr schön. Können wir mal eben gucken, kann ich auch ein paar Sachen eben verkaufen. Ich habe so viel Schrott jetzt dabei, das ist jenseits von Rieder Shop. Oh, die hat sogar eine bessere Weste. Bessere Handschuhe. Lala, so, dann enttäusche mich mal nicht, Tante. Und lass mich jetzt noch bis auf 110 raufkommen, dann kriege ich vielleicht auch Legendary. Jawohl. Jawohl, vielleicht kriege ich jetzt eigentlich auch Legendaries. Bei mir dauert es noch. Ich habe noch nicht einmal die epischen Sachen freigeschaltet. Episch? Warte mal, welche Stufe bist du jetzt? 44. Ich glaube ab 60. Ab 60 kam, glaube ich, episch. Ja, aber wenn du ab 110... Ja. Und wenn du ab 110 Legendaries kriegst, geht es ab 110 eigentlich auch schnell mal noch. Irgendwas anfertigen kann hier. Ja, Raketenaktion. Oh ja, oh ja, oh ja. Yes. Was hast du Schönes? Ich hab die Kohle endlich zusammen. Ich kann mir diese scheiß Ozzy Osbourne-Brille jetzt kaufen. 100.000 hast du gesagt? 100.000 kostet die. So, Vorbereitung. Mal ganz kurz mein Machen wir EP. Mal EP-Bonus. Ach, guck mal, der hat sich resettet, sobald ich dran gehe, richtig? Mhm. Sobald du am Biwak gehst, macht er immer das gleiche wieder. Okay. Weil Genauigkeit habe ich mein Fressen für. Alter, gute Sache. Yes! Jetzt gehen wir mal wieder auf Cosmetics und da ist sie, die runde Brille. So eine scheiß John Lennon Brille, ne? Ach, ich kann auch Kampfbelohnung holen. Oh, ein G28 Scout geweckt. Was? Wo? Oh. Bei Kampfbelohnungen. Bei Einsatzzielübersicht kannst du auf Kampfbelohnung gehen, da kannst du Sachen abholen für jede Stufe. Oder Rang 3 ist eine Blaupause für die G28 Scout von den Wolves. Ah, ich kriege einfach nur Spaß. Ah ja, die habe ich auch. Gut.
dann verkaufen wir das Zeug mal. Ah ne, warte, du hast gesagt, zerkleinern geht auch, wa? Ich würde Waffen nur zerkleinern. Mehr Sinn. Gut. Ja, du brauchst ja die Teile, um die anderen aufzuwerten. Stimmt, dann mache ich das jetzt. Boah, ich habe mein erstes Legendary gekriegt direkt. Ja, die G28 Wolf ist durchgehend Legendary. Kann man die ja immer wieder kaufen und schrotten, Alter. So, für Teile. So, Moment, bevor wir weiterziehen. Das ist jetzt. Yes. Ich bin Leon der Profi. Guck mir an. Was? Ich hab die Brille von Leon der Profi, die rote. Alter, sieht die geil aus, die Waffe. Holy shit. Aber ich habe leider nur einen Bonus gerade. Aber die macht auf jeden Fall gut Damage. Die Waffe sieht echt geil aus. Alter Schwede, sieht die Waffe cool aus. Ja, die habe ich jetzt auch hier ausgerüstet. So, das Scheiße, Inventar schrotten geht hier gar nicht, oder? Das dauert extrem lange, ne? Alter, das ist jenseits von gut und böse, wenn aber die Anlage richtig fahren ist. Du musst halt schrotten, weil ich habe jetzt schon immer das Problem, dass mir Standardwaffenteile und sowas fehlen. So, ich gehe schon mal langsam darüber. So, alles klar. Jetzt habe ich, jo. Oh, nice. Jetzt habe ich zwei Scharfschützengewehre im Inventar. Ja. Habe ich auch und Pistole. Nice. Und die Desert Eagle. Boah, ist das ein geiles Scharfschützengewehr. Das sieht mega geil aus, ne? Knallt das, sagst du? Vor allem ist, es ist eine PSG. Und kein Scharfschützengewehr. Das heißt, es ist genauso von der Mobilität wie ein Sturmgewehr. Ja. Was und es hat. Es hat Burstfire. Zieh mal unterwegs. Du hast einen Burstfire-Modus in dem Ding. Yo, hab ich gerade gemerkt. Mega geil. Lass ich erstmal. Jetzt habe ich eine neue Lieblingswaffe gefunden, ne? Die Waffe ist mega geil, Alter. Sag ich lieber halt. Um 45 Schaden, ne? Ja. Ja, nur, ich hab jetzt noch keinen Granatenwerfer mehr, aber scheiß drauf. Nein. Nice. Ach, Scheiße, nein! Nicht auf die Straße! Oh, ich bin tot! Und ich hab dich! Kommt mal gleich ganz kurz rüber zu mir. Hinter euch, Vorsicht! Jetzt bin ich runtergerollt, genau mit dem Typen aufs Auto. Haben sie mich zusammengeschossen. Ja, aber ich muss auf jeden Fall einen Schalldämpfer drauf machen, die Waffe ist geklaut. Guck dir diese scheiß Brille an, Mann. Yes! Besser. Die Brille ist echt geil. Aber auf Entfernung brauchst du, glaube ich. Wollte. Mit drei Schuss brauchst du hier, glaube ich, nicht spielen. Nee, ich mach die. Ich hab's auf Einzelschuss. Und ich hab auch dieses Ultrascope drauf, diese TX. Weißt du, was du wechseln kannst? Nee, nicht das Hybridvisier. Ich hab dieses Visier T5X1. Hat das ganz lange. Mhm. Ja, ich hab das, was ich wechseln kann, ich benutze für den Nahkampf. Ja, werde ich jetzt aber auch machen. So, ich würde sagen. Ich weiß gar nicht, ob wir hier unten was ausrotten müssen. Aber das ist schon echt angenehm, ne? Mit dem Bergsteiger-Skill, dass du so weit rutschen kannst, ohne Schaden zu kriegen dann. So, ich fange schon mal an zu scannen von hier oben. Dito, Röhnchen fliegt. Ich fliege im Norden. Hast du den Skill mit dem, dass du da EP für kriegst? In was? Das muss man erst skillen? Ernsthaft? Das ist ein Vorteil, ja, dass du mehr EP kriegst, ne? Oder dass du überhaupt EP dafür kriegst, ich weiß nicht. Ich glaube, ich krieg gerade überhaupt keine EP dafür, da ist noch einer auf dem Dach. So, oberste Priorität hat der hier vorne. Du hast einen Schalldämpfer drauf. Alles klar, der ist weg. Wups, Schuss gehört, Kugelblitz. Können die mal Schuss gehört haben? Ich hab Schalldämpfer drauf.
Du hast keinen Schall, der Kamera, weißt du, wie das knallt? Für einen Schall. Für einen Schalldämpfer ist die Kamera aber ziemlich laut. Ich hab einen Schalldämpfer vorne drauf. Auf meiner Scharfschütze. Ja, dann ist der kaputt. Wir haben da vorne einen Funker, der hat Verstärkung gerufen. Ich kann leider hier nicht erwischen. Stecht sie. Der Funker ist im Haus. Ja, Verstärkung wurde schon gerufen. Das können wir schon knicken. Egal. Wer ist denn A? Ist nur ein Hubschrauber. So muss das. Den hätten wir jetzt beinahe dem Kugelblitz auf den Kopf geschmissen, den Hubschrauber. Hey. Deckung geben, bitte. Ich suche eine Wissenschaftlerin namens Paula Madeira. Haben Sie eine Ahnung, wo ich sie finden könnte? Ich bin ehrlich. Mehr ja, also weiß ich leise ist die Waffe nicht, trotz Schalldämpfer. Danke und bis bald. Alles klar. Da vorne ist was für mich gedroppt. Zieloptik. Boah, deine Wumme macht aber fürchterlichen Lärm nur. Ich habe auf alle meine Waffen Schalldämpfer drauf, außer aus der hier. So, Randa. Neues Handschuhchen. Bin ich gerade besser. Wie weit müssen wir denn jetzt da vorne? Boah, oh, schon dann, weit. Jetzt wäre ich doch beinahe hier weggerannt ohne meinen legendären Loot hier. Mann. Ich hole den Helikopter schon mal, ne? Das hat Bescheid. Was? Achso. Krabbelt rein. So, dann kann ich ja jetzt mal gucken, was habe ich da wieder Neues? Mütze? Wir müssen gar nicht so weit fahren. Was denn? Hier ist ein Blender. Aber was für einer? Kann das sein, dass hier ein Scharfschütze ist? Ja. Glaube ich doch nicht. Warte, bleib liegen. Was er schon wieder macht, hier mitten reinfliegen. Kannst du mich mit deiner Drohne halten? So, hier fehlt doch einer von uns. Ballerburger. Ziel in Sicht! So gut wie hinüber! Ich hab getroffen! Hey, der ist einer hochgekommen. Der ist schon wieder unten.
keine Munition mehr. Ein so Moneymaker ist dahinter. Der ist nach unten abgehauen. So, schieß mal hoch. Irgendwas. Ist noch ein so ein Roboter bei euch, oder? Nee, hier bei mir. Sind Sie? Mein Name ist Nomad. Sie haben Drohnen für Walker und Stone gebaut? Ich wurde verhaftet, weil ich protestiert habe. Sie haben mich gezwungen. Kriegsgerät herstellen steht sonst nicht auf meiner To-Do-Liste. Viele Leute waren nicht sicher, was mit Ihnen passiert ist. Gehen wir, sonst bekommen wir hier Ärger. Wie haben Sie mich? Daigoro Ito. Stone sagte, alle Outcasts wären tot. Nicht alle. Was wissen Sie über Stone? Wie sollte ich irgendwas wissen? Er schien Cole Walker ziemlich gut zu kennen. Sie waren allerbeste Feinde, wenn Sie wissen, was ich meine. Ja, ich glaube schon. So, die müssen wir jetzt auch wegbringen, ja, ne? Keine Ahnung, die müssen... Also jetzt haben wir sie ja gefunden. Endlich. Ich kann echt nicht sagen, was ich lieber habe. Zwischensequenz. Die Arschkälte in diesem Drecksloch oder die Scheißhitze und Feuchtigkeit in Bolivien. Für mich Bolivien, auf jeden Fall. Weißt du, ich, diesen Kumpel Stone vom GGS, er hat jetzt einen eigenen Laden und nimmt Aufträge in Mexiko an. So. Er sagt, das Wetter da unten ist prima und die Frauen... Hier drin gibt's nochmal Fähigkeitspunkte. Was bedeutet ja. GGS? Ganz kleinen Moment bitte, ich bin sofort... Gegenschlagteams. Das ist streng geheimer Militärscheiß. Sind wir nicht streng geheimer Militärscheiß? Nicht wie ich und Stone und die beiden Typen in seinem Team. Sekunde. Drei Ziele kommen aus dem Gebäude. 12 Uhr. Sie haben Gewehre. Bereit. 325 Meter. Bestätige 325. Ruhig halten. Abschicken. Ziele erledigt. Ah, wollen die mich jetzt? Ich halte nichts von Auftragsarbeit. Wir reden nochmal, wenn du zwei Töchter hast, die aufs College wollen. Sieh dir das an. Einer von den Typen windet sich noch. Elend zieht Gesellschaft an. Da ist noch so ein Arsch, der lehnt sich aus der Tür und will ihm helfen. Ruhig halten. Abschicken. Ziele erledigt. Ja, keine Ahnung wegen Mexiko. Ich und Stone, wir haben uns nie richtig gut verstanden. Hey, hast du gerade durch die Hose geatmet? Schmatter reinfahren lassen. Wie läuft's? Ach, ziemlich ruhig. Weck mich auf, wenn irgendwas los ist. Von Stone habe ich schon vor einiger Zeit gehört. Scheiße. Gehören Sie zu Walkers Leuten? Zu seinen Wolves? Nein. Hören Sie, verschwinden wir erstmal, dann können wir reden. Ich verlasse die Fabrik nicht, solange sie funktioniert. Stone ist auch ohne tödliche Drohnen schon schlimm genug. Eine Fabrik macht keinen großen Unterschied. Mit diesen Drohnen? Oh doch. Ich war darauf vorbereitet. Ich habe einen Störsender gebaut, der die Akkus überlädt, falls sie in die falschen Hände geraten. Sie müssen nur dieses Gerät anbringen. Ich habe es so programmiert, dass sie implodieren, sobald sie außer Reichweite sind.
Die Synchronsprecherin, die diese Maldera spricht, ist dieselbe Synchronsprecherin von Ash aus Rainbow Six und Zelda aus Breath of the Wild. Echt? Hm. Das ist ja ein Ding. Was haben wir denn hier Schönes? Sabotage. Wir müssen die Akkuvorräte da sabotieren. Wo sind nur ist denn hier der Fähigkeitenpunkt? Den brauche ich erstmal. Direkt oben in der Kiste. Wie komme ich aus der Hütte raus? Da ist der Ausgang. Sehr schön. Ich frage mich gerade, wie ich oben aufs Dach komme wieder. Du findest vorne, den Weg schon. Mann, so, ich mache eben die letzte Kiste und dann verabschieden wir uns schon mal. Hallöchen. Uiuiui, hier bauen sie richtige Geräte. Aber was für Teile? Ich habe eine Zwischensequenz, kleinen Moment. Late. Erledigt. Wir müssen los. Oh oh. Scheiße. Ich nehme die alte gleich und dann können wir los. Das ist jetzt die Mission, die wir in der E3 Beta also gesehen haben. Alles klar. Los! Los! Also, Bewegung! Zurück. Scheiße! Ich war das gleich. Zurück! Zurück! So eine Drohne kommt bei dir reingeflogen, Romano. M82, ich habe die Blaupause von der M82 gefunden. Wie schlimm ist es? Nichts, was ein Tequila nicht heilt, okay? Hören Sie, es gibt eine Planänderung. Wir müssen Ihnen Hilfe besorgen. Je früher, desto besser. So, jetzt müssen wir die Alte schleppen und dann abhauen. Bringen Sie mich zur South Cape Station. Ich nehme die Alte auf. Das sind Leute, die mir helfen können. Haut euch irgendwo in der Ecke. Das machen wir in der nächsten Episode. So, meine Freunde, leider in Runde Spielzeit heute wieder. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Let's Play Together Ghost Recon Breakpoint. Es bleibt spannend. Bis die Tage.